Haben alles alte verkauft hier. Das G27, das Driving Force GT, das Thrustmaster TX, das Thrustmaster RS, das alte Fanatic, also alles weggeschmissen quasi. Weggeschmissen, weil vieles einfach unterm Wert weggegeben. Heute erst den Wheelstand für Thrustmaster weggehauen für 33. Bin ja. Wieso verbringst du 60 Stunden bei eBay? Das ist ja. Ja, wie? Ich hab. Weißt du doch, du warst letzte Woche gar nicht da, oder? Ja, so doch schon, so ein bisschen, aber. Naja, ich mach mir das immer super einfach. Ich klaue einfach die Hälfte von anderen Leuten. Naja, also, nee, es gehört. Erstmal. Hab ich dann eben auch gedacht. Ja, erstmal gehst du hin, du machst ungefähr 10 Fotos. Du tust alles putzen, machst 10 Fotos, ist schon mal eine halbe Stunde, Stunde. Dann tust du was selbst rein. Die Fotos klaue ich oft. Dann tust du was reinschreiben. Ne, tust du was reinschreiben, tust einen Text überlegen, keine Ahnung, halbe Stunde vielleicht das Ganze. Mit allem drum und dran. Dann tust du es, der läuft das ganze Jahr. Dann tust du es nachher dann drucken, zusammenpacken, weggeben. Und das Zusammenpacken hat bei diesem einen Wheel G27 mit einem Fanatic. Ne, Fanatic hat schon 2 Stunden gedauert, weil ich keine Ding hatte. Keinen Karton, musste aus mehreren Kartons einen Karton basteln. Und das war 29 Kilo das Paket. Oder was 29? Was 19? 19? 19. Dankeschön, ja. Tommy. Das ist das letzte Rennen, was ich mitfahre. Denke ich mir schon. Nur am Gähnen hier, kann man nicht aushalten. Bei mir sind es etwas mehr Wehwehchen halt leider, Tommy. Ich habe Nervenschäden und Muskelprobleme, Muskelfaserrisse, jeden möglichen Dreck. Ach komm. Ich glaube, ich muss einfach so entspannt wie vorher fahren. Und dann geht's halt, weil ich jetzt mehr Power habe einfach. Tut doch die Hand bei jedem Lenken weh, Alter. Das tut so weh. Irgendwas irgendwie. Entweder beim. Irgendwo abgestürzt. Weil ich muss mich immer wieder abstützen, weil ich falle ja fast immer hin. Wenn ich versuche zu gehen. Stütze mich hier, stütze mich da. Schnell drücken. Dein Fernseher? Ja. Ja, das habe ich auch. Ich schalte es automatisch aus. Ja, weil du kennst mich ja, plötzlich hörst du schnarchen und bevor er dann noch 10 Stunden weiterläuft, stelle ich das lieber so ein, dass der ausgeht. Ich glaube, Techno war da nicht da, aber der ist öfters eingeschlafen im Discord. Hab ich ihn weggemacht. Ja. Es geht von 100 auf 0, weg bin ich. Ja, bei mir auch, aber ich am PC halt nicht. Kann das gar nicht. Und wir waren im Discord und ne, aber am Stream und war noch da, Dave war da und Olli und irgendwann meinte wohl Dave so, sag mal. Ja, das machst du dann einfach, Tommy. Egal. Gehört ja dazu, das zu fahren und trotzdem zu machen. Mai, wenn du gut bist oder schlecht bist, scheißegal. So ist das halt. Und ich bin eh ein Anfänger und kann nicht gut fahren und dann noch das dazu, ist doch wurscht. Weiß ich mein, egal. Ich bin eh mal letzter, von daher ist es ja wurscht, ob ich chatte oder nicht. Mit euch. So. Ja, also irgendwie. Also die Hände merke ich tatsächlich. Ja, mach da ab. Fahr mal elf Stunden. Arme sind in Ordnung, aber Hände sind schon so. Man hat Probleme, die schon zusammenzumachen, so ein bisschen. Also als ich lange Pause hatte und dann wieder gefahren bin, hatte ich es oben Schulterblätter. Schulterblätter, okay. Mhm. Aber ja, vielleicht auch, weil ich. Okay, da habe ich aber auch nicht die stärksten. Ja, fahr mal ein bisschen. Also 20 Liter reichen, sagst du? Ja, dicke. Ich habe jetzt 30, glaube ich. Na toll. Wie stelle ich denn das ein?
Bis wir es dir erklären, ist vorbei. Ah, Fuel, Fuel. 30 Liter. 20. Reichen. 20. Na dann, Elb und GL, mal gucken hier. Ja. Also bei mir macht's. Wenn wir das erklärt haben, dann hätte er einmal sagen können, oben und dann auf Fuel und. Aber nö. Also der Sprit macht's bei mir nicht aus. Also da passieren andere Sachen vorher. Ich bin Zweiter. Ja, wir sind als Einzige gefahren, glaube ich, an, haben entspannt geraucht und sind abgehoben und in der Box gestanden. Jetzt ist das Auto nicht so langsam am Start. Ich habe immer gedacht, hier, bitte räumen es nicht ab, Jens. Lass uns normal fahren. Wir sind alle um die erste Kurve gekommen. Ich habe euch nicht abgeräumt, aber mich. Ja, das ist okay. Das kann passieren. Das passiert mir ja auch. Well done, Gino. Good start. Hey, ich habe mir echt gedacht, wieso startet das Auto so langsam? Ich habe nämlich sogar Kupplung gehalten hier, ne? Vollgas gegeben, losgelassen, auf einmal war ich abgewürgt. Hä, wieso? Alles wegen der Handbremse, oder was? Die ganzen Streifen hier sind von der Ding. Oh, sie haben gerade ausgefahren. Jens, machst du? Ich bin's. Oh. Ich sag ja, der Sprit macht's bei mir nicht. Aber verrecken. Da musst du noch schalten währenddessen. Nein, warum drehe ich den da immer an der Seite? Diese scheiß Schikanen. Wahrscheinlich, weil du nicht vorsichtig mit dem Gas bist. Aber nur bei der. Kommst du an der Seite auf das Grüne? Ja. Ja, dann liegt es da dran. Hast du keine Traktion mehr? Das Grüne ist rutschig. Das ist eine Wiese. Klar. Grüne ist sehr rutschig. Nee, das ist keine Wiese, glaube ich. Das ist so ein Teppich. So ein... Ich dachte, das wäre so ein Auslaufstreifen. Nee, das ist ein Gleitstreifen, glaube ich. Mhm. Ist das nicht Gras? Okay. Schleim. Ach so, Schleim, je nachdem, wo welche Kurve. Nach der Schikane. Also mal schauen, ich bin jetzt da. Ach so, ja, da rechts, ja. Mhm. So. Einfach nicht getrocknete Farbe. Ich mal. Okay, später bremsen bringt halt auch nichts. Left side, clear left. We'll be warned about track limits. Später und stärker bremsen bringt halt auch nicht. Fuck, Mann. Ich weiß noch nicht genau, wie ich hier bremsen soll jetzt mit dem Auto.
Ich glaube, ich kann mit meinem Arm auch nicht so lange heute fahren. Was soll ich denn machen? Irgendwie so scheiße wieder gucken auf YouTube die ganze Zeit oder was? Boah, gute Runde! Danke. 10 minutes to go, that's 10 minutes left. The gap in front is now 1.6. Das ist schon okay, dass ich eigentlich nur so 90% bremse, oder? Okay, wenn ich so bremse, kann ich später bremsen. Also ich muss mal das bei der Schikane zieht erstmal der ersten. Wie immer ein Rest, ne? Ja. Ich bin raus. Hat keinen Sinn, oder? Rotation jetzt, als wenn ich da bin? Ja, wie wenn wir haben. Seit 6 Uhr sind wir dran oder halb 6 oder. Jetzt, wo mein Auto echt nicht fahre, jetzt wo ich mit. Weißt du? Ich kann mal kastriert fahren hier. Brech! Okay, Gino, don't let this guy distract you. He's quicker than you into, but that's a one. He's quicker than you. Zu schlafen. Ich wünsch. Ja, morgen erster Arbeitstag wieder. Und dann? Gutes Nächtchen und viel Erfolg. Angenehme Schicht. Dankeschön. Euch noch viel Spaß. Macht nicht zu lang. Und ja, vielleicht haben wir morgen. Jo. Nachti. Nachti. Hallo. Hat Spaß gemacht. Zumindest die letzten 10 Minuten. Auf zu lügen, Jens. Wo alles? Schnauze. Okay, so ist besser, wenn ich nicht ganz bremse, gerade getestet. Also wenn ich nur so ein bisschen bremse, ist es angenehmer. Also Bodenlöcher sind aber auch brutal. Ne? Geil, oder? Wenn da so Nico Rosberg erzählt, dass am besten Bodenwellen meiden und Zeit zu sparen, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man dass man das so spüren kann. Also ich glaube, ich schaffe diese 6 Minuten nicht mit dem Sprit. Ehrlich gesagt, ich muss Sprit sparen. Ich habe 20 Liter reingetan. Ist zu wenig oder was? Sonst immer 30 drin, aber ich dachte jetzt hier, ich höre mal auf mein Programm. Ich habe nicht meine Benzinanzeige, ich weiß gar nicht, ob was fehlt. Oben links ist, wenn dann so ein Ding, so ein kleiner
Kann ein Tank hier nicht. Ah, doch, Tankstelle, jetzt. Lenkst du die einen ab bei der Kurve? Bin vielleicht zu aggressiv gefahren, aber braucht doch mehr Liter. Vielleicht hätte es auch gereicht. Yellow flag. Looks like the leader has gone off in. Villeneuve. Einfach die ganze Zeit mitgezogen, haben wir gefahren, Jens, sag ich dir. Ja, was machst du für Sachen? Da war ja mein Lenker so eingestellt. Deswegen bin ich jetzt so langsam gefahren. Ups, ich hab vergessen reinzufahren. Ich war gerade Box, haben wir noch ein bisschen ein paar Liter geholt. Erstmal forzen hier, weißt du, ich meine. Du weißt genau, was du meinst. No, ich verstehe noch. Ich verstehe noch diese Bremsen nicht genau. Es ist irgendwie alles invertiert. Ich sehe auch leider nicht, wie viele Runden noch gefahren werden müssen. Zeit ist oben rechts. Zeit ist keine Runde. Achso. Ah. Scheiße, du bist an mir vorbei, ich war Erster. Du warst die ganze Zeit Dritter. Echt? Mhm. Aber du warst doch in der Box, war ich nicht da vor dir? Boah, nicht, oh. Jetzt bin ich erst mal überrunden. Nee, ich war nur ganz kurz. Ganz kurz auf was getan, fertig. Aber es ist krass hier, Tommy. Ich bin am Freitag 3-4 Stunden hier gefahren. Und das hat man halt nicht gemerkt. Ich dachte einfach, ja, ich fahre meine Zeiten, die einfach eh scheiße sind. Weil, ich meine, ob ich jetzt letzter bin mit 10 Sekunden oder mit 5 Sekunden hinten dran, ist ja eigentlich auch egal, wa? Der hat 1,48er gefahren. 1,52,59. Machen.
Ich hätte doch noch gereicht hier das Ding, das Fuel, weißt du nicht? No. Nicht gereicht. Was jetzt schon wieder da steht. Wow. Da haben wir vorhin drüber geredet. Dieses Ding. Das ist ein Teppich da. Ich habe noch nie irgendeine Story gespielt. Ich spiele nur so wie hier am Server dran und kann umdrehen und dann rennen. Es gibt Story oder sowas hier? Also ich bin durchgefahren. Durch was? Ohne tanken. Mit 20? Ja. Ja gut, du bist ja mehr neben der Straße gefahren als auf der Straße. Kappa. Bei mir hätte es nicht gereicht hier. Also meine Anzeige war schon auf Rot, hat aber gereicht. Wohin ist die Cam denn gerutscht? Welche denn? Sind wir denn gefahren? Ich bin 8 Laps gefahren. 8,8 mit 20 Liter. Echt? Hätte gereicht oder was? Okay, das ist aber komisch. Das ist aber komisch. Die Klassenbasis kennenzulernen, nicht zu vergleichen mit der Karriere bei F1. Ja, bei F1 bis ist Zeitraffer. Da ist vorbei. Nur mal andere Strecke fahren hier, Genzi. Was meinst du, andere Strecke? So, die Strecken hast du ja nicht wegen Zürich-Barcelona fahren. Ich muss nur die nehmen, die drin sind. Spa ist drin, aber es dauert ewig lange Spa hier. Santor ist, glaube ich, auch nicht wenig. Magello, Monza, Laguna Seca. Dann testen wir die mal. Ja, die ist gewollt, ja. Wir haben hier mehrere Camps. Also, keine Ahnung, 4, 5, 6, je nachdem. Genau. Zwei in der Küche. Und drei hier im Wohnzimmer.
Einmal die Batcam, einmal die Lenkradcam, dann eine noch extra Tastaturcam und eine Unboxingcam. Meine Fresse gibt es nur, wenn ich im Bett liege. Ja. Ansonsten bin ich kein Fan von Face-Fratzen, Fressen-Agro. Aber im Bett ist mir das egal. Genau. Also bin ich bis jetzt jedes Auto mit der Handbremse gefahren? Ja, ist halt beim 24-7-Stream so, ne? Der Stream ist live seit 28.09.2021. Also seit 278 Tagen. Ich musste nur einmal kurz unterbrechen. Deswegen habe ich die Zählung wieder von Anfang angefangen. Und da. Da muss man mal ein paar Kameras haben. Schauen, wie das hier ist bei dem. Gott, okay. Letztens ein Iron Race in die gefahrene Formel 4. Dann können wir testen mal hier, wie das mit dem ist. Dargens? Ja, ich hab's seit, keine Ahnung, seit einem Monat oder so versucht, wieder ein bisschen zu fahren. Habe mein altes Gear weggegeben und bin dann quasi die letzten Wochen immer jeden Tag mit einem anderen Lenkrad gefahren. Weil wenn ich was verkaufe, muss ich es halt testen, weißt du? Ob es geht oder nicht. Und erst seit Freitag quasi mit dem jetzt. Und dann mal gucken. Ich will da nicht mehr auf das E-Sports aus. Ich fahre doch lieber, also nicht so Open Wheeler. Oh, das geht selbst mit dem. Also das ist ein bisschen fett und groß, was auch okay ist. Mag ich aber große Hände, aber irgendwie... Ich hätte riesen Open-Wheeler-Fan und das ist halt dann doch, das E-Sports doch besser. Vielleicht. Max, du willst mal das, was du gerade nicht hast. Server Rejoin, wir haben die Map gewechselt, also die Strecke. Rum. Ja, nee, weil es war ja auch schon vorher im Gespräch, deswegen habe ich auch ultra viele Videos geschaut. Wieso hat sich jetzt das Schalten verdreht? So, ich halte das Lenkrad falsch rum. Okay. Also ich weiß ja nicht, Jen, was mit dir ist. Wir akzeptieren ja, dass du neu bist, aber Lenkrad verkehrt halten. Upsi. Also hast du mitbekommen, Server neu joinen, weil Map gewechselt und so? Ach, komm. Weil... Muss ich aber dir mehrfach sagen alles. Ja, das komische GT-Lenkrad, Gran Turismo, ist ja voll überladen auch. Das ist ja voll überladen. Ich will das in einem Schwung so fahren wie bei GT, also bei iRacing. Wieso kann ich das nicht hier? Einmal einlenken und schön da. Alter. Geht das nicht im dritten? Das vielleicht im dritten dann? Gas lupfen. Lala.
Also du hast also die schwerste Strecke angemacht, sagst du? Nee, eine Strecke, die schon seit, gibt schon seit Gran Turismo 1. Wieso schwere Strecke? Kann ich schwere Strecke anmachen? Kann ja auch nicht fahren. Wie fährt man denn hier das mit dem? Hier kann man da. Oh, ja. Gran Turismo 1. Es gibt jetzt 7. Und es gab auch noch komische Prologs dazwischen. Ja, ich bin PC-Spieler, als ob ich Gran Turismo gespielt habe. Geht das mit Kupplung, so wie in echt? Echt, ist das so schlecht, oder was? Gran Turismo-Ding? Also ich möchte ja das WRC-Wheel für Rally. Jo! Und das eSports V2 für das hier, was wir machen. Für was? Für wen? So, so, so. Ich sehe halt nichts. Links ist dann dieser Scheiße. Ne? Warum bei einem Anfänger eine einfache Strecke nehmen, wenn man einfach die schwerste von allen nehmen kann? Hab ich nicht. Nein. Hab ich echt nicht. Nein. Die zweitschwerste, okay. Das gießt nicht, die zweitschwerste oder schwerste. Arschen kann ich mich alleine. Ja, Chad, das ist keine schwere Strecke, oder? Nein. Ich weiß doch nicht, welcher Gang wo. Mache ich das hier mit dem Auto jetzt so und dann so oder was? Im ersten Gang? Muss mal schauen, ich muss Dienstag viel mit Krücken laufen. Wenn meine Hände im Arsch sind, weiß ich auch nicht. Weißt du, was das kommt, weil ich immer so festgehalten, ich habe nicht den geöffneten Daumen, sondern ich habe immer so festgehalten, das Handgelenk gestreckt. Siehst quasi nie, wo du einlenken musst. Ja, das Problem habe ich auch so ein bisschen. Eieiei, ich kann die nicht so fahren, ich blöde. Hier lupfen und dann Gas geben. Ja, die Fair-Schalter check ich sowieso nicht, was das soll. Macht für mich gar keinen Sinn, diese was zu haben überhaupt. Ja, jetzt kommt die beste Kurve, wo du gerade bist. Voll nicht schwer. Überhaupt nicht. Was ist denn mit dir? Ich kann die ja auch Hinter nicht. Einfach. Ah ja. Man könnte ja Standardstrecken nehmen, aber nö. Sind sie ja. Ich wollte schon Spanien-Katalonien nehmen. Die ist auch einfach, aber die hast du nicht wegen DLC. Nicht vorbei. Du kannst. Okay. Car right side's clear. Schuft. Ich musste mal ein paar Sachen zum Kopieren geben, damit wir mehr Strecken fahren können. Es ist nicht vom Spiel DLC, es ist so, du kannst noch eine Strecke runterladen hier, weißt du? Du willst auch mal so eine Strecke fahren, aber so gemütlich, so, keine Ahnung, irgendwie durch die Stadt, irgendwie durch Tokio oder so ein Scheiß. Durchs Land. Wir können vieles fahren, aber wir müssen ja sowas fahren. Wir fahren alles. Au! Lenkrad, hau mich doch! Genau, weil ich halt nicht aufgemacht habe, deswegen ist es gestretcht.
Boah, das fand ich jetzt geil, diesen Hügel da. Join will, der Server ist offen, einfach für alle. Free for all. Bei der Strecke kommt eh keiner rauf. Das ist ultra bekannt. Naja, klar, Krebs ist auch bekannt. Einfach Gags suchen. Klar darf man joinen. Immer. Mache ab die Scheiße nur für euch gemacht. Ich bin zwar fett, aber nicht so fett, dass ich einen eigenen Server brauche. Einfach Gags suchen und Content Manager, dann findet man es eh. Ich mache mal irgendwas mit Gags. Und hier zweiten fahre. Und dann hier dritten. Die Strecke ist scheiße. Denn die Strecke ist scheiße. Spann dich. Natürlich durch, ja. Ich finde die Kurve am schlimmsten. Gibt auf der Strecke keine nicht schlimmen Kurven. Aber die Boxenausfahrt ist ekelhaft, sag ich dir. Wecken Designer gehört erschossen. Jens, hör auf, von sowas distanziere ich mir solche Aussagen. Na klar, weiß ja auch jeder, dass es ernst gemeint ist. Ja, Twitch. Versteh schon. Twitch ist halt so eine Sache, ne? Oh nee, was hab ich denn? Oh, das Heck. Der weiße teuflische Hase ist gejoint, okay? Ja, Dito. Tommy, also. Ich versuche es immer so zu lenken, weil ich kann die Hand nicht mehr so halten in dem Ding drin. Du hast dir so gedacht, komm, wir suchen einfach die abgefuckteste Strecke aus. Nee, ich habe einfach die genommen, wo wir beide auch haben, die Strecke. Er hat die Ultimate gekauft, wir haben noch 30 Strecken, 300, ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich habe ja von unten gescrollt, von der anderen soll ich machen. Was ist denn mit dir jetzt? Ich bin mir sicher, wenn ich eine andere genommen habe, wird es genauso schimpfen. So geht's aber sogar nicht so lang. Die ist so scheiße. Die ist so scheiße. Das ist doch. Das ist die schlimmste Strecke ever. Was ist denn mit dir, Chance?
Du fährst die zweite Strecke in deinem Leben, jetzt sagst du Scheiße. Weißt du, was da noch alles kommt? Als ob das die erste beschissene Rennstrecke ist. Ja, das ist eine richtige Rennstrecke. Das Laguna ist Seca, Mazda Raceway. In Amerika. Da werden sogar, glaube ich, 6 Stunden Rennen gefahren oder so. Oder 8 Stunden Rennen. Jeder genau. Weiß, dass Amerikaner keine Strecken bauen können. Ich glaube, die war einfach so. Nehmen hier. Wie viel Liter? 20 oder was? Aber ich finde es schön, Jens, dass wir wieder was zusammen machen. Zeit wird's. Bis zu der Strecke fand ich es auch schön. Ja, das ist ja auch nicht einfacher, oder? Nehmen wir nach eine andere, kein Stress. Wenn du willst. Aber ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel ich tanken muss. Mach 25 Liter fertig. Uah. Füße. Also noch 33 Sekunden hier. Reiß dich zusammen, Jens, hier, ne? Erster Korb, bitte nicht töten, niemand. Ja. Das war, bevor du so eine Strecke angemacht hast. Spielst du über WLAN? Nee, oder? Nee. Okay. Und du so 52 Ping hast? Der White Rabbit hat 26. So, geht los. Go, go, go. Hat jemand das Flug gestartet hinter mir, hab ich gesehen? Uns hier nicht abschießen. Oh. Fuck, ich hab wieder Lags und Freezes. Scheiß Strecke. Ja, nach 15 Minuten dann wechseln wir. In so einer hässlichen Wüste fahren. Raff ich nicht. Jens, fertig mit mir. Geht jetzt besser mit deinem Rutschen da? Naja, es rutscht schon noch, aber nicht mehr so, dass man gar nicht mehr fahren kann. Was gemacht? Ja. Mal andere Füße probiert. Ach, die alten Füße abgenommen, sagst du? Nee, nur drunter. Thank you.
Und ich wundert, wenn ich so komisch lenke, ich muss links lenken, weil ich habe hier voll Schmerz im Handgelenk. Strecke, Scheißstrecke. Jetzt überholt sich. Voll die hängengebliebene Steinplatte. Kann man denn sowas nur gut trinken? Das kann man nicht sagen. The car behind is pitting. Was hast du gemacht? Yellow flag. Ist, wie ich mich fühle, voll beschissen. Und halbes so Karussell da vorne gerade überholt. Hast du das auf der Stelle? Das warst du gerade, oder? Hier auf der Stelle nee, geredet? Nee. Ich doch nicht. Gottes Willen. Nur noch 8 Minuten 39. Müsst ihr nochmal fahren zum Üben? Schaffst du sie? In Europa hätten wir den verboten. Ich weiß nicht. Das macht doch. Ach, Laune, gell?
Schnell gefahren, der Rabbit. Ich versuche einfach zu überleben hier. Bestzeit gefahren hier, der White Rabbit. Scheiß, scheiß Strecke. Scheiß, scheiß Strecke. Wenn man jemanden ärgern will, einfach diese Strecke anmachen. Gesagt, P3 pittet. Hold your nerves. Ich holde meine Horses, nicht meine Nerves. Wow, du stehst in der Kurve, was? Du hast so eine schöne Kurve ausgesucht, wo man nichts sieht. Ja, meine Ding ist kaputt. Fuck, ich hätte noch eine bessere Runde fahren können. Jetzt muss ich halt vorsichtig fahren. Ich hätte noch ein bisschen auf Ding fahren können, auf Zeitjagd. Aber meine Federung ist im Arsch. Aber Ding wäre auch geil hier an Jens Automobilista. Da können wir einfach in der Lobby bleiben und jedes Mal wechseln. Kannst du das über Nacht kannst du laden lassen, oder? Wenn ich die Key besorge. Das sind aber 50 GB dauern locker 8 Stunden. Ja, ja, über Nacht halt dann, oder über Tag, keine Ahnung, was weiß ich. Wenn wir halt dann aufhören, dachte ich mir. Ja, ja.
Aber ich habe gemerkt, dass er so langsam downloadet, liegt gar nicht an meiner Leitung, sondern an meinem Laptop. Denn mit dem Desktop habe ich die vollen 5 Mbit. 50. Nicht 5. Ja, also 5 Megabyte die Sekunde. Das meine... Also 50 Mbit, ja. Und auf dem Laptop komme ich maximal auf 4. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Desktop nicht gleich die Leitung in die Knie bricht, wenn ich was downloade. Also, obwohl du beim das Ding M2-System dran hast oder was? Na, ich gehe eher davon aus, dass es das WLAN vom Laptop das. Ach, das ja, okay, WLAN ist das sowieso beschissen. Ich dachte, du hast ihn auch an LAN angesteckt. Fürs Runterladen zumindest. Nee, verfallen hier gerade. Aber der Oberhammer ist, seit ich den PC das erste Mal angemacht habe, am gleichen Tag habe ich wieder einen Download von 4000 auf den Laptop. Und nicht wie vorher immer nur bei 3000 irgendwas. Also genau an dem Tag, wo ich das erste Mal meinen PC angemacht habe, ging die Leitung auch wieder rauf. Das muss mal einer verstehen. Ja, der PC hat gut getan hier, sie anzumachen, weißt du? Die Wohnung hat sich gefreut, wieder einen richtigen PC zu sehen. Zufall würde ich sagen, aber schon witziger Zufall. Die Rätselkurve ist so schwer mit diesem Federungsding. Wusstest du eigentlich, dass ich diese Strecke echt scheiße finde? Das wird dann nicht die erste sein. Ich finde viele auch scheiße. Ich finde es halt doof, dass du die Strecken kaum einsehen kannst, die Kurven. Ja, besonders wenn du doch da oben bist im Ding, ne? Da runterfliegst, ja? Ja, ja. GG? Scheiß Strecke.